Die Contest-App hat eine unglaublich tolle neue Funktion, mit der du dein Belegmanagement und die Organisation deiner Rechnungen erheblich vereinfachen kannst. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Contest Steuerberatung und wenn du bei uns Mandant bist, dann hast du mit ziemlicher Sicherheit auch ein Contest Geschäftskonto. Da gibt es jetzt eine unglaublich interessante Funktion. Und zwar kannst du in Zukunft deine Rechnungen, die du per E-Mail bekommst, einfach an die E-Mail-Adresse belege@contest.com weiterleiten und Contest, die App im Hintergrund, liest dann deine Rechnung, sucht die richtige Transaktion daraus und ordnet die Rechnung der zugehörigen Transaktion zu. Das heißt, du musst deine Belege nicht mehr einzeln hinter die Transaktionen legen, sondern das Contest-System übernimmt es einfach. Das Einzige, was du machen musst, ist die Rechnungen einfach an Contest weiterleiten. Das Ganze funktioniert übrigens auch mit E-Mails mit mehreren Anhängen. Das heißt, wenn du auch eine E-Mail weiterleitest mit 5 unterschiedlichen Rechnungen im Anhang, kann das Contest-System das trotzdem den jeweiligen Transaktionen zuordnen. Das heißt, du kannst auch Papierrechnungen, statt sie jetzt mit dem Handy abzufotografieren, das kannst du natürlich in Zukunft immer noch machen, kannst du sie aber auch einscannen, erstmal in einem Ordner oder auf dem Desktop sammeln und dann einfach mit einer E-Mail an die E-Mail-Adresse belege@contest.com weiterleiten. Das System erkennt die dann und sortiert die dann den passenden Transaktionen zu. Das Ganze funktioniert natürlich mit Einnahmen und Ausgaben. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn eigentlich mit den Rechnungen, für die es noch gar keine Transaktion gibt? Weil wenn ich eine Rechnung bekomme, dann habe ich sie ja meistens noch gar nicht bezahlt. Das heißt, es gibt noch gar keine Transaktion. In diesen Fällen merkt sich das Contest-System, dass da die Rechnung ist und sobald die Transaktion da ist, wird die Rechnung zugeordnet. Leite auf jeden Fall alle Rechnungen, sobald du sie bekommst, einfach sofort an die E-Mail-Adresse weiter und sobald die Transaktion da ist, wird das zugeordnet. Wenn mal eine Rechnung weitergeleitet werden sollte, die gar nicht zugeordnet werden kann, auch in Zukunft nicht, dann wirst du regelmäßig eine E-Mail bekommen, in der aufgelistet ist, welche Rechnungen nicht zugeordnet werden können. Kann ja sein, dass du vielleicht vergessen hast, eine Rechnung zu bezahlen, aber es kann ja auch sein, dass du es beispielsweise über ein anderes Konto bezahlt hast. Du bekommst auf jeden Fall eine Benachrichtigung über alle Dinge, die nicht zugeordnet werden konnten. Übrigens werden alle gängigen Rechnungsformate, also Dateitypen, akzeptiert. Die Rechnung kann in der E-Mail sein, als PDF angehängt sein, als PNG, als JPEG und so weiter. Das alles wird vom Contest-System erkannt. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie Contest das sicherstellt, dass deine Rechnungen deinen Transaktionen zugeordnet werden und nicht irgendwo anders landen oder vielleicht du plötzlich fremde Rechnungen bei dir zugeordnet hast, wenn alle die gleiche E-Mail-Adresse nutzen. Der entscheidende Schlüssel ist die E-Mail-Adresse, von denen du die Rechnungen weiterleitest. Das Einfachste wäre natürlich, wenn du die Rechnungen weiterleitest von der E-Mail-Adresse, mit der du dich auch in der Contest-App registriert hast. Wenn du eine E-Mail mit Rechnungen von einer anderen E-Mail-Adresse an belege@contest.com sendest, dann wirst du eine Antwort von Contest bekommen mit der Aufforderung, dich noch einmal in dein Contest-Konto einzuloggen. So autorisierst du quasi die E-Mail-Adresse auch deinem Konto Belege hinzuzufügen. Und da kannst du auch durchaus mehrere E-Mail-Adressen verwenden. Auch wenn sich deine E-Mail-Adresse irgendwann mal änderst, dann kannst du einfach alle deine E-Mail-Adressen, auf die du Rechnungen erhältst, bei Contest autorisieren im Hintergrund und dann werden deine Belege immer deinen Transaktionen zugeordnet. Mit dieser Funktion kannst du mit deinem Belegmanagement und deiner Rechnungsorganisation erheblich Zeit sparen. Natürlich kannst du einzelne Rechnungen weiterschicken. Natürlich kannst du die erstmal sammeln und dann gebündelt weiterschicken. Was aber richtig interessant ist, wenn du automatisierte Weiterleitungsregeln in deinem E-Mail-Programm erstellst. Wir schauen uns das einfach mal exemplarisch anhand von Google Mail an. Wenn ich hier jetzt draufgehe auf die Einstellungen, dann kann ich bestimmte Absendeadressen zum Beispiel automatisch immer weiterleiten. Einige Unternehmen schicken ihre Rechnungen zum Beispiel immer mit der E-Mail-Adresse finance@ oder buchhaltung@ weiter. Und da kannst du automatische Weiterleitungsregeln einstellen, die immer dann greifen, wenn du so eine E-Mail bekommst. Was aber richtig interessant ist, ist, wenn du Regeln erstellst, die sich auf den Betreff der E-Mail beziehen. Denn in den meisten E-Mails, die du bekommst, wo eine Rechnung anhängt, ist ja irgendwie das Wort Rechnung, Received, Invoice und so weiter irgendwie enthalten. Das heißt, du könntest alle Rechnungen automatisch weiterleiten, bei den Rechnungen im Betreff der E-Mail steht. Wenn du diese Regeln bei dir in deinem E-Mail-Fach einfach einmal angestellt hast und die Rechnungen automatisch an belege@contest.com weiterleitest, dann sparst du viele, viele Stunden im Monat und die Rechnungen sind automatisch in deinem Contest-Account hinterlegt zu den jeweiligen Transaktionen.
Ich hoffe, du bist genauso begeistert über diese Funktion wie ich. Und mein Tipp an dich, wenn du Contest-Kunde bist, probier es einfach einmal aus. Diese Funktion gibt es ab jetzt für alle Contest-Kunden. Das heißt, in allen Plänen ist dieses Feature enthalten und leite doch einfach einmal eine E-Mail mit einer Rechnung weiter und schau, was passiert. Wenn du jetzt sagst, Rechnung weiterleiten und ablegen ist ja das eine, ich hätte aber gerne auch jemanden, der sich im Hintergrund dann auch darum kümmert, dass die Rechnung richtig gebucht wird und meine Umsatzsteuervoranmeldung macht, meine Steuererklärung macht und so weiter, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Schau aber auch unbedingt einmal in unserer Online-Community vorbei, was das ist, wie du dich anmelden kannst und so weiter, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir weitere Tutorial-Videos über die Contest-App an, zum Beispiel dieses hier.